Hier haben wir jetzt den Altweibersommer. Es ist der erste großflächige Feldversuch landesweit. Auf 21 Hektar haben sie in Gessin Bäume und Sträucher auf den Acker gepflanzt, gesäumt von Blühstreifen. Geackert wird hier weiterhin. Noch wächst Klee zwischen den Reihen. Ab Frühjahr werden hier Feldkulturen wie verschiedene Getreide angebaut. Nach Bio-Richtlinien. Landwirt Bernd Kleist betritt damit Neuland. Über alles haben wir 2 Kilometer Hecke hier angebaut, 4 Reihig. Das sind also ein bisschen über 4000 Pflanzen gewesen. Und dann, unser Agroforstsystem an sich, ist beseelt mit 800 Bäumen. Und wir haben versucht, so viel die Artenvielfalt alleine schon bei der Gehölzauswahl zu beachten. Wir haben tatsächlich 99 verschiedene Gehölzarten, einheimische, gefunden, die hier eben angebaut worden sind. Die Agroforst soll die biologische Vielfalt fördern. Zeit für eine erste Bestandsaufnahme beim Feldtag mit Landwirten und Fachleuten. Es geht um Insekten. Und da ist es eben auch so, dass einfach nur geschaut wird, wie viele von diesen Samen sind letztlich gefressen. Und dann schließt man daraus auf, wie viele Insekten eben da vorkommen. Aber man spürt auf jeden Fall schon die Effekte im Feld, vor allem was den Schutz vor Wind angeht, also auch dann den Schutz des Bodens vor Winderosion und auch der Humusaufbau an den Flächen durch die Laubstreu. Ja. Und das ist hier dringend nötig. In den letzten 80 Jahren sind 2/3 des Humus verschwunden. Starkregen und Wind hatten den Boden des stark abschüssigen Ackers bergab gespült, Dorf und Dorfteich verschlammt. Und das wollen wir eingrenzen. Das heißt, das wollen wir zunächst erstmal verringern, dass der Bodenabtrag erstmal aufhört und dann natürlich die Humusmehrung als Ziel. Bäume und Sträucher befestigen den Boden durch ihre Wurzeln. Gleichzeitig ist neuer Lebensraum entstanden. Die Streifen bieten Nahrung und Deckung für Wild und Niederwild. Hasen sind schon da und auch 2 Feldlerchenpärchen. Auch wenn wir, also unsere Generation, das vielleicht das Endergebnis nicht mehr feststellen wird. Wir glauben aber daran, dass man nach 10 Jahren die ersten handfesten Ergebnisse hat und dass man in 40 Jahren schon sagt, das System hat sich stabilisiert. Also so weit gehen wir dann doch. Die Teilnehmer des Feldtages, Bauern und Umweltschützer, waren begeistert von dem Pilotprojekt. Und auch in Gessin wird es gut angenommen. Viele Dorfbewohner haben sogar beim Pflanzen der Bäume und Sträucher geholfen.